So, die Aufnahme läuft. Es geht los. Ich kann es gar nicht fassen. Erste Aufnahme hier auf dem Kanal. Ich freue mich, wenn jemand reinschaut. Mal sehen. Ich bin gespannt auf den ersten Kommentar, auf den ersten, der schreibt. Willkommen in der Herde hier beim Zockbock. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir spielen Tribe. Tribe Primitive Builder ist ein Survival-Open-World-Spiel mit einem Management-City-Builder-Anteil, könnte man sagen. Ganz interessanter Genre-Mix, bin ganz gespannt. So ein bisschen geht so in die Richtung von Medieval Dynasty. Könnte ich mir vorstellen. Wir schauen rein. Kommt gern mit. Ich habe bisher noch nicht gespielt. Ich gehe komplett blind rein. Bin gespannt, ob jemand von euch vielleicht spielt. Schreibt gerne was dazu, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten erkunden wir das Ganze zusammen. Ich freue mich. Los geht's. Mal sehen. Wenn jetzt ein Video kommt, nehme ich mich mal raus. The Isle of the Banished. The unfortunate end of my journey. You'd think that I'm the leader of this quest. Or at the very least, a leader's helper. No. All my life, I thought they were my brothers. But now they will see to my banishment. Fools! They say I deserve this, but they have not had to live with the vision of our doom. Since I was a boy, I constantly played with sticks. I saw their potential and ways to connect them that others thought impossible. The gods were good to me, so our village grew. The elders told me I had a gift, but the village was not enough. I was convinced that the gods expected more from me. Haunted by the vision of doom, I decided to build an altar that reached the sky. I thought that would appease them. But gods had different plans for me. They split the sky in two and consumed all my work. I was banished for offending them. Me, the only one who knew the truth. Only upon seeing the flaming rocks on the Isle of the Banished up close, the truth revealed itself to me. The gods wanted me to end up here. So, da bin ich wieder. Oh, da tauchen wir wohl auf. Okay. Zumindest sind wir nicht alleine. Schicke Maske. Vielen Dank. Ha, ein neuer Tag, ein neuer Verbannter. Du solltest dich besser nützlich machen. Komm schon. Haben sie auch den Mund verbannt, oder was? Kannst du überhaupt sprechen? Kann ich sprechen. Mal gucken. Ja, ich spreche deine Sprache. Gut, sprich mit dem Häuptling. Der Älteste wird sehen, ob du nützlich bist oder nicht. Und geh durch die Feuerhöhle. Du musst von einem überhängenden Felsen springen, um unsere Leute zu finden. Wenn du nicht springst, stirbst du. So einfach ist das. Gut, da geben wir uns Mühe wahrscheinlich. Sehr einfach. Wahr, wir füttern niemanden durch, der nichts beiträgt. Also trage etwas dazu bei. Dieses eine Mal gebe ich dir Fisch. Ich koche ihn über meinem Feuer. Du siehst schwach aus, wie eine Maus. Ich mag keine Mäuse. Mäuse sind unheimlich. Okay. Ich danke dir, Fremder. So, da sind wir angekommen. Sieht schon mal ganz schön aus. Könnte ich mir gefallen lassen, so ein Strand. Aber ich habe Möwen gesehen, Möwen. Möwen sind nicht so mein... Da ist eine. Ich habe es gewusst. Okay. Springen. Springt sich ein bisschen wie auf dem Mond. Hier ist Rennen. Okay. Kann man hier was aufsammeln? Was sollen wir denn machen?
Sprich mit dem Ältesten. Klar. Erstmal sollten wir den Fisch braten, hat er uns erzählt. Essensration. 3 Stück. Genau, was wollen wir machen? Ich nehme euch mit, wir entdecken das Spiel hier gemeinsam. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe nur vorher kurz mal reingeguckt, ob alles funktioniert. Und dann schauen wir mal, was die Reise hier bringt. Das Ganze soll hoffentlich eine Let's Play-Reihe werden. Ich freue mich, wenn ihr euch mit auf die Reise begebt. Oh, Sammler. Okay. Man hat schon ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es wie bei... Ein bisschen ähnlich zu anderen Survival-Spielen. Ich kann einige Sachen einsammeln mit E. Große Blätter. Okay. Ah, da brauche ich offensichtlich eine Axt. Naja, ich würde sagen, wir schauen mal zum Dorf. Und hoffen, dass uns keine Möwe auffrisst unterwegs. Irgendwann hat mir mal so ein Tier eine Waffe geklaut aus der Hand. Da war ich schwer enttäuscht als Kind. Kann ich mich erinnern. Okay, kann man offensichtlich auch sammeln mit einem Messer. Grafisch finde ich ganz schön. Ist vom selben Publisher wie Thief Simulator zum Beispiel. Ganz gespannt, was da jetzt so geht. Steine. Offensichtlich oder was auch immer. Erz. Schön gemacht, oder? Kein Hyperrealismus oder so, aber ich finde es ganz schön. Was hat er gesagt? Wir sollen springen? Verstehe. Die können wir mal einsammeln, wer weiß, wofür die noch nützlich sind. Ach, das ist schon cool. Da ist jemand. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ein bisschen Werkzeuge bauen oder so. Können wir das vielleicht schon? Stamm. Sag mal erstmal Hallo. Hey. Ah, Ältester. Göttergebet erneut. Seid gegrüßt, werter Verbannter, bei den großen Vögeln. Du siehst furchtbar aus. Ich habe keine Verwendung für müde Verbannte. Geh und trink etwas Wasser und schlaf dich aus. Benutze erstmal eine meine Matte. Okay, wahrscheinlich soll da stehen. Benutze erstmal einmal meine Matte. Komm zu mir, wenn dein Körper gestärkt ist. Danke dir, weiser Führer. Alles klar. Hier sind Matten da vorne. Lösche deinen Durst. Kann auch noch einen von unseren Fischen essen, die wir gebraten haben. Ihr habt echt coole Masken. Das gefällt mir. Ich will auch so eine trinken. Mhm. Waren das wir? Oder was haben wir da gesehen? Ich hätte gerne... Achso, ich wollte zu meinem Inventar. Essen. Rechtsklick vielleicht? Ja. Okay. Gut, und dann... Hier oben können wir schlafen. Das hier können wir auch alles einsammeln. Sieht aus wie Mohn. Ast und gelbes Gras, okay. Kräuter. Alles Kräuter, okay. Egal, was wir einsammeln davon. Ah ja,
Das ist ja ganz hübsch. Legen wir uns mal hin. Reicht das schon? Ja. Auf zum Ältesten. Ältester, du wirst von Minute zu Minute stärker. Ich sehe, dass du unsere kleinen Bequemlichkeiten einen Unterschied machst. Die Zeit ist jetzt gekommen, Verbannter. Du musst dir eine Hütte bauen. Du kannst nicht länger auf meiner Matte schlafen. In Ordnung. Damit kommen wir klar. Du brauchst Werkzeug. Meine Werkstatt ist gleich dort, falls du sie brauchst. Dort kannst du die nötigen Werkzeuge herstellen. Alles, was du für den Neuanfang brauchst, findest du auf dieser Insel. Stell ein Messer und eine Axt her. Wo kann ich Steine finden? Nicht jeder Stein eignet sich für Werkzeug. Finde die besten Exemplare in den Tiefen der Höhle. Geh die Stufen hinauf, dann nach links. Die besten Steine wachsen dort aus dem Boden. Die wachsen? Okay. Bin gespannt. Ranken haben wir schon gesehen. Ich danke dir. Okay, dann besorgen wir uns erstmal einen Stein. Und gucken uns mal die Werkbank an. Ja, ja, aus dem Weg. Messer. Zwei Steine. Rankenholz. Im Wesentlichen brauchen wir Steine. Gut. Wahrscheinlich meint er die Stufen hier. Ah ja, da oben. Aber vorne konnten die doch nicht abbauen. Ah, da liegen vielleicht welche. Ja. Na dann, das sind schon mal unsere hier. Alles ein. Okay, hier gibt es einiges. Das heißt, ich muss immer eine Werkbank haben. Ich kann nicht jetzt in meinem Inventar was craften. Das ist anders. Kurz mal einen Kaffee trinken. Ah, die Steine hätten wir gleich hier benutzen können, sehe ich. Gut, ein Messer. Gut, hätten wir gar nicht hochlaufen müssen. Messer, und dort vorne habe ich Lianen gesehen. Ja, Ranken. Damit können wir dann auf jeden Fall uns die Axt bauen. Und dann geht es hier los. Gut. Jetzt mal zurück. Grobe Axt. Sprich mit dem Ältesten. Ältester, wie ich sehe, hast du dir ein paar starke Werkzeuge gemacht. Gut, jetzt wird es Zeit, dass du eine Hütte baust. Meine Männer müssen gut ausgeruht sein, so sind sie vielen nützlicher. Such dir am besten einen Platz in der Sonne. Okay. Wunderbar. Beginne mit dem Bau der Werkstatt. Nimm Ressourcen aus der Lagerhöhle. Dafür brauchst du Holz, Holz und Bambus. Such draußen, folge dem Pfad, das dürfte ganz einfach sein. Schau einfach nach rechts und sei wachsam. Wenn du Zeit sparen willst, kannst du in unserem Lager nachsehen. Dort findest du überschüssige Ressourcen. Vielleicht ist genug da, um dir zu helfen. Die Werkstatt. Baue die Werkstatt, um Zugang zu einem Ruheort, einem Arbeitstisch und einem persönlichen Lager an der gewünschten Stelle zu bekommen. Alles klar. Ah ja. Privat, Essen, Produktion. Stehen.
Wo habt ihr euer Lager? Wir gehen erstmal raus. Wir können das ja auch selber abbauen. Ehrlich gesagt, würde ich mir auch gleich so einen Speer machen. Nicht, dass wir noch gleich wieder zurück müssen. So, Hammer. Einmal komplett alles durch. Ich denke, das ist eine gute Idee. Zack. Zack. Wunderbar. Auf geht's. Dann schauen wir uns mal um in unserem neuen Zuhause. Ich kann auch das Holz hier mal hacken. Okay. Jetzt ist offensichtlich Nacht, aber ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal weiter. Hier gibt es noch Kräuter, nehmen auch mit. Und dann suchen wir uns mal einen schönen Ort jetzt. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Steigen auf jeden Fall gut im Skill hier beim Sammeln auf. Hier ist ein Weg. Da hinten gibt es Bambus. Könnte man wahrscheinlich auch hier irgendwo unsere Hütte bauen. So, an die Ersten, die das jetzt hier dann hoffentlich anschauen. Mich wird interessieren, ob das eher störend ist, dass es jetzt hier ein bisschen im Widescreen-Format ist. Ob ich besser im normalen 16:9-Format aufnehmen soll. Das müsst ihr mir am besten mal sagen. Kann ich das dementsprechend anpassen? Ich persönlich finde es jetzt ganz schön, aber ich weiß nicht, wenn man es auf dem Handy schaut oder so. Könnt ihr mir ja mal eine Nachricht da lassen. Dann passe ich das an. So, Bambus haben wir auch. Gut. Wir können ja trotzdem mal da drüber gucken zu dem Zeichen. Das ist die Karte. Ah ja, na da haben wir einiges zu entdecken. Hier ist wahrscheinlich... Okay. Wüstenartig sieht's aus. Dorflager, ist klar. Schauen wir da noch hin und dann suchen wir uns eine Stelle für unsere Hütte. Da gibt es noch Lianen. Steht noch eine alte. Kann man da was einsammeln? Ja, war eine alte. Ah ja, gut, hätten wir den gar nicht bauen müssen. 12 Holz und Lianen, nicht schlecht. Okay, da brennt's. Da los. Oder sind das nur Feuerstellen? Ah, okay, ich verstehe. Da können wir dann Essen machen. Apropos Essen. So sehr trödeln können wir hier auch nicht. Oh. Ist euer Lager hier unten? Oh, oh, oh. Alles klar. Danke. Ich habe das Gefühl, Gewicht ist auf jeden Fall hier nicht so das Problem, so viel Holz, wie ich schon rumtragen kann. In Ordnung. Okay, das war's auf jeden Fall. Dann bauen wir mal unsere Hütte. Klar, Kaninchen. Aber wo? Würde mich gerne noch ein bisschen umgucken. Ah ja, hier ist ein Strand. Hier vielleicht. Guck mal, wie groß das ist. Hier wart. Okay, Moment. Die Aura des Gebäudes wird blau, wenn es möglich ist, zu platzieren. In Ordnung. Da bietet sich das natürlich doch eher hier an.
Vielleicht hier. Okay. Dann legen wir mal los. Holz haben wir jetzt genug dabei. Sollte also passen. Bambus und Ranker. Das ist schon ganz schön gemacht hier. Auch so der architektonische Stil ist irgendwie ganz cool. Mal was Neues. Zack. Ah, ein Baumeister. Ja, ja, sind wir, sind wir. Okay, sieht schon nice aus. So, jetzt gleich mal, wenn es fertig ist, von ein bisschen weiter weg anschauen. Okay, Glas. Okay, den Eingang. Hinten können wir auch raus. Schön. Cool, dass man auch die Einrichtung baut. Das gefällt mir. Was ist, weiß ich noch nicht. Jawohl. Fertig ist sie. Was können wir hier machen? Okay, das ist unsere Werkbank. Unser Lager. Da können wir schon mal den Hammer reintun. Und das hier ist einfach unser Schlafplatz. Gut. Können wir ja machen. Wir wollen gar nicht so lange schlafen. Wir schlafen nur 2 Stunden. Okay, Schlaf ist auf jeden Fall auch ein Ding, wie man sieht hier unten. Trinken müssen wir nochmal. Aber wir können erstmal mit dem Ältesten sprechen. So, ach so, Haus angucken wollten wir. Klettern wir mal hier hoch. Okay. Da vorne ist auch jemand. Ja, jetzt scheint die Sonne gerade nicht drauf, aber das sieht echt schön aus. Das fügt sich super ein hier. Da wird auch oben auf der Karte angezeigt, also auf dem Kompass. Cool. Gut, auf zum Ältesten. Mal sehen, was der uns erzählen möchte. Ja, die Blätter einsammeln. Verbannter, hast du deine Hütte schon gebaut? Ja, gemacht. Toll. Ich sehe, die Götter finden Gefallen an dir. Na, wir werden sehen. Es ist Zeit, dass du lernst, dich selbst zu ernähren. Stelle einen Speer her. Du wirst ihn brauchen, um Fische zu fangen. Das ist ganz einfach, wenn du diese Gewässer kennengelernt hast. Alles klar? Machen wir natürlich. Die Jagd mit einem Speer. Wo können wir denn anhängen gehen? Gut. Ups. Sind recht agil, muss ich sagen. Außer, dass das mit dem Springen immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten Mann, ist schon sehr schön. Und ehrlich gesagt, also man hat jetzt nicht, keine Ahnung, das Gefühl wie bei Green Hell, dass man jetzt wahnsinnig bedroht ist. Man kann echt bisher zumindest einfach auch die Landschaft sehr genießen und sich ein bisschen drauf einlassen. Schönes Wasser auch. Das trinken können wir eigentlich. Ist schon mal gut, dass wir es trinken können, ohne dass wir uns vergiften. Wir werden sehen. So, Fische. Ah ja. Okay. Da. Das hat nicht funktioniert. Okay. Okay.
jetzt mit dem Werfen immer nochmal. Aber ansonsten funktioniert es auch gut. Auf zurück zum Ältesten. Auch was die Lautstärke angeht und so beim Mikrofon, sagt gerne Bescheid, ob das passt, ob vielleicht das Spiel lauter sollte, ob man alles gut versteht. Ich werde es natürlich auch testen und ich habe es vorher auch getestet, aber es ist immer ganz wichtig, ein bisschen Feedback zu bekommen in die Richtung. Halt, lauf nicht weg. Halt. Abanta, hast du schon ein paar Fische gefangen? Ja, haben wir gemacht. Toll. Vergiss noch nicht, die große Gabe des Feuers zu nutzen und sie vor dem Essen zu kochen. Ja, gute Idee. Oh je. Hast du das gespürt, Verbannter? Der Feuerberg ist wütend auf uns. Bedeutet, dass die Götter unseren Weg nicht billigen. Wir müssen ein Opfer bringen, um sie wieder zu besänftigen. Hoffentlich nicht mich. Geh jetzt, finde unseren Altar. Verbrenne etwas Weihrauch als Opfergabe. Erweise den Göttern unseren Respekt und hoffe, dass sie es glücklich macht. Ich bin unterwegs. Rituale. Führe Rituale am Altar durch, um den Zugang zu Bauplänen für neue Gebäude und Gegenstände freizuschalten. Denke daran, die Kosten für das Ritual zu überprüfen, bevor du zum Altar gehst. Oh, ist das Altarmenü. Okay. Axt. Ah, okay. Nahrungsgeschenk. Trinkschlauch. Ich verstehe. Talisman 3, Weihrauch 1. In Ordnung. Stelle Weihrauch her aus Kräuter und gelbem Gras. Kann man wahrscheinlich eben zurück machen. Dann würde ich sagen, wir machen das Ritual noch. Und dann ist die erste Folge auch schon vorbei. Das ist verrückt. Weihrauch. Okay. Kann ich damit die Menge... Ah, ich brauche mehr gelbes Gras. Ach nee, reicht schon. Gut. Finde den Eingang zur Höhle. Gut lang. Können wir unser Haus nochmal von der Seite anschauen? Können wir uns wohlfühlen, denke ich. Da gibt es noch gelbes Gras, das nehmen wir gleich mal mit. Wenn wir jetzt auch die nächsten Sachen freischalten wollen, sehe ich, dass wir das brauchen. Ändern wir die E-Taste ein bisschen. Auf geht's. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, hier bei der ersten Folge auf dem Kanal. Wird noch parallel ein anderes Let's Play geben. Space Game, Star Citizen. Schauen wir uns mal an als Let's Play. Wir gucken mal. Und eventuell mache ich daraus noch eine Roleplay-Reihe. Das muss ich mir aber noch genau überlegen. Also schaut gern auch mal dort rein, wenn ihr möchtet. Und ansonsten gucken wir erstmal, was jetzt das Ritual bringt. Da ist die Höhle. Gut. Wähle das Ritual und drücke O. In Ordnung. Es ist alles bisher so friedlich, man hat das Gefühl, gleich springt irgendein Bär um die Ecke. Aber bisher fühlt man sich doch außerordentlich sicher. Es ist so schön gemacht, es hat einen ganz eigenen Stil. Das mag ich sehr. Cool. Okay. Der Baum. Schon schön. Mega genial. Ein Weihrauch haben wir. Oh.
ein Schiff. Schlafhütte freigeschalten. Wunderbar. Das nächste wäre dann der älteste wieder. Ambus Totem. Sehr cool. Ah, und die Talismane für die anderen Freischaltungen. Wunderbar. Dann schauen wir uns den Ältesten gleich an. Das machen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten auch dabei. Wenn jemand von euch auch gerade Tribe spielt oder so, lasst mal gerne einen Kommentar da. Schreibt, wie es euch gefällt. Tipps und Tricks sind auch gern willkommen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!